Mein Name ist Theresa Simon. Ich arbeite bei Hensoldt in Ulm im Bereich Customer Services als Projektleiterin für ML2 Testsysteme. ML2 bedeutet Maintenance Level 2 und das heißt, dass unsere Tester direkt beim Kunden vor Ort im Einsatz sind. In meinem Fall sind das die Eurofighter Geschwader weltweit. Direkt bei der Luftwaffe nutzen unsere Service-Teams die Testsysteme, mit denen wir die Funktionalität der Captor-Radare und des Selbstschusssystems im Eurofighter sicherstellen. Dadurch kann die Diagnose fehlerhafter Komponenten sofort beim Kunden erfolgen, was viel Zeit spart, weil wir die defekten Teile gleich vor Ort tauschen können, anstatt jedes Teil zur Industrie zur Reparatur zu schicken. Durch dieses Servicemodell tragen wir unmittelbar zur Verfügbarkeit und Steigerung der Einsatzbereitschaft der Eurofighter-Flotte bei. Mein Job besteht nun darin, als Projektleiterin und Produktverantwortliche die bestehenden Tester auf dem aktuellsten Stand zu halten und an die Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen. Darüber hinaus betreue ich die komplette Entwicklung neuer Tester für neue Systeme. Unser Ziel ist es zum Beispiel, immer die Radarkonfiguration testen zu können, die auch aktuell von den Nutzern geflogen wird. Da das Euroradar-Konsortium 4 national ist und die Produkte auch schon mal 20 Jahre alt sind, ist das gar nicht so einfach. Ich halte also zum einen die Verbindung zwischen den europäischen Konsortialpartnern, aber auch einen ständigen Link zum Radarentwicklerteam in Ulm. Mit großer Spannung erwarte ich die Aufgaben, die im Rahmen der Entwicklung des künftigen Eurofighter AESA-Radars für die deutsche und spanische Luftwaffe auf mich zukommen werden. Als Customer Service werden wir die anstehenden Entwicklungen intensiv begleiten und die Anforderungen für die In-Service-Phase frühzeitig einbringen. Das ist wichtig, damit die Testerumgebung später die optimale Maintenance des Produkts sicherstellen kann. Unser Ziel ist mittelfristig, dass wir von der herkömmlichen Reactive Maintenance zur Predictive Maintenance übergehen, also durch lernfähige Algorithmen prognostizieren können, wann welche Wartung notwendig sein wird, statt erst zu reagieren, wenn der Fehler bereits vorliegt. Das ermöglicht neben reduzierten Aufwänden in Wartung und Instandsetzung ein kosteneffizientes Ersatzteilmanagement und letztendlich reduzierte Ausfallzeiten und führt damit zu einer höheren Einsatzbereitschaft der Flotten unserer Kunden. Staying operational.